Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Gott hilft dem Kind von Toni Morrison. Worum geht's in dem Buch? Lula Ann hat so tiefschwarze Haut, dass ihre Mutter sie nicht berühren möchte und der Vater die Familie verlässt. Als junge Erwachsene schlägt sie aber genau daraus ihr Potenzial. Sie benennt sich um in Bright, trägt nur noch weiße Kleider, macht Karriere bei einer Kosmetikfirma und führt eine Beziehung mit dem fast perfekten Mann. Als dieser sie jedoch ohne ein wirkliches Wort von jetzt auf gleich einfach verlässt, wird sie wieder zurück in ihre Vergangenheit geworfen. Meine Meinung und Leseeindrücke zu dem Buch. Das Buch ist aus verschiedenen Sichten geschrieben und die Kapitelüberschrift sagt einem dann, wem man gerade über die Schulter schaut. Der Schreibstil hat etwas sehr Besonderes an sich, doch leider ohne, dass ich das so ganz konkret benennen könnte. Er ist nicht künstlich hochtrabend, aber schon literarisch und mit einer gewissen Kraft in den Worten und an manchen Stellen geradezu scharfkantig formuliert. Was passiert ist, sehr präzise beschrieben, allerdings ohne, dass das Buch das Erzählende verliert. An manchen Stellen dachte ich mir auch so, ja okay, auf die Details hätte man jetzt auch verzichten können, also war es fast so ein bisschen ausschweifend, aber wir reden hier wirklich eher so von abschnittsweise. Die Charaktere sind zu Beginn jetzt nicht unbedingt blass, aber schon ziemlich eindimensional. Das ist allerdings gewollt. Dementsprechend hat es mir den Einstieg mit der Protagonistin, aber eigentlich auch mit allen anderen Figuren, jetzt nicht unbedingt leicht gemacht. Die Protagonistin ist oberflächlich, narzisstisch, materialistisch, herablassend und von einem tiefen Wunsch nach Anerkennung und Liebe getrieben. Dieses Grundmuster wurde im Prinzip aber auch auf alle anderen Figuren übertragen. Also sympathisch ist so ziemlich niemand in diesem Buch. Und ist es mir schon schwer gefallen, den vielfältigen Schreibstil in Worte zu fassen? Ja, dann werde ich vermutlich bei der Zusammenfassung, was einem so dieses Buch mitgibt und was es aufwirft, kläglich scheitern. Um mir selbst zu behelfen, werde ich dann nur auf für mich vordergründige Punkte eingehen. Dieses Buch ist in diesem Bereich an manchen Stellen sehr subtil und an anderen haut es einem das geradezu um die Ohren. Eins der vordergründigen Themen ist ganz klar Rassismus. Allerdings habe ich noch nie ein Buch gelesen, was dieses Thema zum Teil so subtil, aber doch so deutlich und so anders beschrieben hat. Es zeigt zum einen die Verlogenheit des Rassismus sehr gut auf, aber es zeigt auch eine gewisse Spirale. Personen von außen haben die Protagonistin auf ihre Hautfarbe reduziert und in sie angegafft. Das dreht sie ja vermeintlich um, indem sie daraus ihr Markenzeichen macht und zieht dann mit ihrer Hautfarbe, aber auch allgemein wegen ihrer unglaublichen Schönheit, neidvolle und bewundernde Blicke, fast schon vergötternde Blicke auf sich. Ist sie also vermeintlich aus diesem Raster ausgebrochen, aber sie selbst reduziert sich unter anderem dadurch selbst auf ihren Körper. Ihr Körper nimmt generell eine große Rolle in dem Buch ein. Diesbezüglich kommt dann auch ein surreales, fantastisches Element mit hinzu, was so mit ihrem Körper im Laufe des Buches passiert. Anscheinend ist so ein fantastisches, surreales Element ganz typisch für die Autorin. Das ist jedoch das erste Buch von der Autorin gewesen, was ich gelesen habe. Und ich bin da eben auch so unwissend wie möglich an die Sache rangegangen. Ich war also nicht darauf vorbereitet. Und im ersten Moment fand ich das unglaublich störend und stand dem total ablehnend gegenüber. Das legte sich aber doch recht schnell, also nachdem ich so die erste Überraschung überwunden hatte. Und letztlich bietete das eben auch eine interessante Komponente, allerdings so hundertprozentig damit anfreunden konnte ich mich bis zuletzt nicht. Ein weiteres vordergründiges Thema ist der Drang nach Anerkennung oder Wertschätzung. Das ist für mich tatsächlich das Thema in diesem Buch. Praktisch jede Pore der Protagonistin giert danach, also sowohl nach der Anerkennung der Gesellschaft bzw. so der Menschen von außen, als auch die in ihrer unmittelbaren Umgebung, aber vor allem die Anerkennung und Wertschätzung ihrer Mutter, meist mit dem verzweifelten Wunsch, geliebt zu werden und auf welchem Wege, mit welchen Mitteln man dieses eben erreicht. Außerdem steht auch das Thema Traumata in der Kindheit im Vordergrund und dass man diese Narben eigentlich sein Leben lang nie wieder wirklich verlieren wird. Diesbezüglich gab es in dem Buch zum Teil doch recht harte Szenen, die zwar sehr kurz, aber sehr intensiv beschrieben wurden. Allerdings hat auch wirklich jede halbwegs wichtige Figur so ein Kindheitstrauma gerne auch in Form von sexuellem Missbrauch zu berichten. Ob das jetzt wirklich so plausibel ist? Sogar die letzten Seiten des Buches greifen das im Prinzip in einer gewissen Weise noch einmal auf. Also diesbezüglich ist es doch schon sehr konstruiert und schon fast plakativ. Unterstrichen wurde das für mich durch so manche Handlungen von Figuren oder so einen gewissen Handlungsverlauf, was jenseits von plausibel war. Also es war zum Teil geradezu absurd. Also mir ist schon klar, was diese Szenen oder eingeworfenen Aspekte bewirken sollten. Allerdings fand ich es eben trotzdem ziemlich konstruiert und plakativ. Das liegt vermutlich aber auch ein Stück weit daran, dass das Buch halt auch einfach textmäßig wirklich sehr komprimiert wurde. Der grobe rote Leitfaden der Handlung ist übrigens ziemlich vorhersehbar, aber das spielt letztlich eigentlich auch gar keine so große Rolle. Weitere Aspekte, die aufgeworfen werden, sind Armut, so dieser Aufstiegskampf, der Weg dahin aus diesem Milieu heraus. Es geht um Leben und Liebe. Ich fand, das Buch stellt ein paar wirklich sehr gute Fragen und zwang einen damit auch irgendwie,
so in das manchmal doch recht hässliche Gesicht der Wahrheit zu blicken. Mein Fazit also zu diesem Buch. Dieses Buch ist praktisch in 4 Teile geteilt und nach jedem Abschnitt habe ich tatsächlich erstmal innegehalten, um das auf mich wirken zu lassen, was ich gerade gelesen habe. Das hier ist keine Konsumware, sondern man muss das wirklich auf sich wirken lassen. Ob ich jetzt wirklich alles verstanden, also wirklich alle leisen Töne in diesem Buch wahrgenommen habe, was es einem so bot, das wage ich tatsächlich sogar zu bezweifeln. Ich hatte zwar auch so meine Kritikpunkte, aber insgesamt war ich wirklich sehr beeindruckt von diesem Buch. Okay, das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!